Dieses Foto ist erstens gefunden worden, obwohl es eigentlich gelöscht war. Hartwig Löger hat es offenbar gelöscht und wie KSDA, den Ermittlern, ist es gelungen, dieses Foto wieder herzustellen. Auf dem Foto ist zu sehen eine Unterlage, eine abfotografierte, und in der geht es um Postenbesetzungen. In der ganzen Causa Casinos geht es ja um Postenbesetzungen und um Vorwürfe, die sich daraus entwickelt haben. Und in dieser Unterlage ist davon die Rede, dass auch Vorstandsposten von der ÖVP besetzt werden können. Ihren Ausgang genommen hat die Casinos Austria, die sogenannte Causa Postenschacher, bei der Bestellung des Vorstands in der teilstaatlichen Casinos Austria AG, das ist der teilstaatliche Glücksspielkonzern. Und zwar wurde damals der damalige SPÖ-Mann Peter Siedler in den Vorstand geholt, und zwar wurde er Finanzvorstand. Bettina Glatz-Kremsner, die bis dahin schon im Vorstand tätig war, wurde zur Chefin gekürt. Und das Problem daran ist, dass die Ermittler vermuten, dass dahinter ein politischer Deal gestanden sei. Die Novomatic habe zugestimmt und habe mitgestimmt, dass der FPÖ-nahe Siedler in den Vorstand kommt. Die Novomatic war Miteigentümerin der Casinos AG damals noch, und dass dafür Lizenzen versprochen worden seien, was die Novomatic, das muss man festhalten, seit jeher bestritten hat. Überhaupt muss man festhalten, dass für alle, über die wir da jetzt reden, die Unschuldsvermutung gilt. Sebastian Kurz ist jetzt mal Beschuldigter, und zwar deshalb, weil er im sogenannten Ibiza-Urschuss ja zu dieser Causa befragt wurde, und er wird nun verdächtigt von der Staatsanwaltschaft, in dem konkreten Fall von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, vor diesem Urschuss falsch ausgesagt zu haben. Das ist eine falsche Zeugenaussage und strafbar. Er wurde damals nach seiner Involvierung in diese Postenbesetzungen gefragt, und er hat gesagt, er war in dem Sinne befasst, dass er zwar informiert war, aber nicht involviert. Aus den jetzigen Unterlagen scheint die WKStA zu vermuten, dass dem vielleicht anders gewesen sei. Das ist aus jetziger Sicht noch nicht zu sagen. Wir können ja auch nicht in die Köpfe der WKStA und in ihre weiteren schauen und wissen, was sie weitermacht. Aber es könnte natürlich sein, und es dürfte so sein, dass sie daraus Indizien nimmt, dass die falsche Zeugenaussage vielleicht doch stattgefunden hat. Auch für Sebastian Kurz gilt natürlich die Unschuldsvermutung, und er bestreitet auch diese Vorwürfe. Und es geht ja immer noch um die Frage, ob das Verfahren weitergeführt wird oder ob die Ermittlungen eingestellt wird oder ob es einmal zu einer Anklage kommt. Für den früheren Finanzminister Hartwig Löger dürfte diese Aussage in dieser Einvernahme jetzt keine so große Rolle spielen, weil er hat zwar gesagt, er weiß gar nichts von dem Foto und er ist jetzt überrascht, aber als Beschuldigter hat er ja das Recht zu sagen, was er will, da muss er auch nicht die Wahrheit sagen. Ganz anders ist das als Zeuge muss man die Wahrheit sagen, sowohl wenn man einvernommen wird von Ermittlern, als auch im Urschuss, siehe Causa Kurz. Postenschacher hat es natürlich immer gegeben, aber die Frage ist, also Postenschacher ist nicht per se strafrechtlich relevant. In diesem Fall ist es insofern strafrechtlich relevant, als ermittelt wird. Und die vielen, vielen Chats, wir sprechen von 300.000 Chats allein vom früheren Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmidt, die haben halt ganz einfach sehr viel auf den Tisch gelegt. Da ist jetzt sehr viel bekannt geworden. Das ist sehr dokumentiert, und das ist ein großer Unterschied zu früher. Früher hätte man wahrscheinlich auch nicht so viel geschrieben. Da gibt es den berühmten Satz, also den man schon sehr, sehr oft gehört hat in diesem Zusammenhang: jedes Schriftler Giftel, also man schreibt nichts auf. Aber in dem Fall ist das halt sehr gut dokumentiert. Das ist der große Unterschied.